Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Sebastian und das ist der YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute geht es um diesen Gartenstuhl, besser gesagt Relaxstuhl. Den möchte ich mit dir nachbauen und wie du das Ganze machen kannst, vor allem ohne viel Werkzeug und ganz, ganz schnell, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Oh, ziemlich heiß hier in der Werkstatt. Ja, Thema Gartenstuhl oder Relaxstuhl, den bauen wir gleich nach. Vor einigen Wochen hatte ich meine Gartenlounge oder Sitzecke oder Gartensitzecke gebaut mit einem kleinen Tisch dazu. Das Video findest du oben im Eck. Ganz, ganz einfach, genauso einfach wie dieser Stuhl hier. Im Übrigen, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt jetzt abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. So, und jetzt fangen wir an mit diesem Projekt. Als Material habe ich Fichte genommen und das habe ich mir aus dem Baumarkt besorgt. Insgesamt glaube ich 5 Latten. Ihr braucht aber allerdings von den Kanthölzern hier mit den Abmessungen 72 mal, ich glaube 42, braucht ihr insgesamt 3 Stück. Ich habe jetzt noch ein Brett gefunden hinten im Lager, was ich dann im Grunde oben als Lehne nehme, als Ablage. Genau, einmal das davon, 3 Stück und dann braucht ihr... Die Sitzfläche wird auch aus Brettern gemacht und da brauchen wir ein Maß von 100 x 18 mm oder 17 mm so in etwa. Müsst ihr gucken, was ihr bei euch im Baumarkt zur Verfügung habt. Das Ganze habe ich dann im Anschluss an meiner Kapp- und Gärungssäge zugesägt. Wenn du meine Werkstatt noch nicht kennst, meine Werkstatt-Tour, darüber gibt es ein Video. Da gehe ich eigentlich ganz genau auf meine Werkstatt drauf ein. Die findest du hier oben im Eck. Und wenn du jetzt keine Kappengärungssäge hast, hat ja nicht jeder zu Hause. Dann kannst du auch hier so eine wunderbare Stichsäge verwenden, kann ich jedem Einsteiger empfehlen. Damit könnt ihr wirklich ganz, ganz viel umsetzen. Und damit kannst du die Sachen auch alle gerade auf 90 Grad abschneiden. Und noch eine Alternative zu dieser Stichsäge hier, die zeige ich dir jetzt. Bekommt ihr auch im Baumarkt ganz, ganz günstig so eine Gärungslade oder so eine Schneidlade plus Säge. Liegt ungefähr beim 10er. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass das Kantholz dann hier reinpasst. Freie Hand geht das Ganze natürlich auch. Und dazu empfehle ich euch dann hier so einen 90 Grad Winkel. Den könnt ihr euch am Holz anlegen, dann könnt ihr euch den 90 Grad Winkel anzeichnen und an dieser Linie, an diesem Winkel könnt ihr dann mit der Handsäge entlang sägen. Also es muss nicht immer eine teure Kappengärungssäge sein wie diese da, wie die jetzt da steht. Nachdem wir unser Holz auf Länge zugeschnitten haben, also ich habe jetzt hier insgesamt hier 4 Stücke auf 600 zugeschnitten, sprich links und rechts die 2 Höhen, dann die 2 Seitenteile sind 1 Meter, die 2 Streben in der Mitte sind auch 60, hinten auch 60 und die 2 Ablagen für die Arme sind 800. Die Bretter, die ergeben sich dann. Wenn ihr das Ganze dann zugeschnitten habt, ihr kennt ja, wenn wir was sägen, dann gibt es so schöne oder unschöne Splitter, die hier dann rausragen. Das Ganze müsst ihr natürlich entfernen. Ich nehme jetzt hier so ein Schleifvlies oder Schleifpad von der Firma Wolfkraft. Das Tolle daran, hier haben wir einen Klettverschluss und ihr könnt hier diese wunderschönen Exzenterscheiben von 125 mm Durchmesser hier draufkleben und dann könnt ihr schön damit schleifen. Wer natürlich einen Tellerschleifer hat, wie ich jetzt auch, der kann das auch verwenden. Das ist definitiv die günstige Variante und ist für jeden Einsteiger eigentlich zu empfehlen. Als nächsten Schritt bauen wir das Ganze zusammen, auch ganz easy. Ich habe mich dafür jetzt entschieden, für die Lehnen, also für die beiden Auflagefläche für unsere Hände. Ich möchte von oben keine Schrauben sehen, beziehungsweise wenn wir jetzt das Ganze auf 90 Grad miteinander verbinden wollen, müssten wir halt 120er, 140er Schrauben verwenden. Also ihr könnt es auch machen, hier komplett vorbohren, machen wir auch gleich, aber ich wollte es halt hier nicht. Ich habe da den Undercover Jig verwendet, das ist eine Verbindungsart, ihr macht da Taschen, Mulden oder Löcher, bohrt ihr und dadurch kann man am Ende dann diese Schraubenverbindung dann nicht mehr sehen. Sprich, das Ganze ist ganz, ganz einfach und wir können das dann jetzt hier so stumpf miteinander verschrauben, das Ganze wird dann umgedreht und nachher nicht mehr sichtbar. Als nächsten Schritt kümmern wir uns um
die Seitenteile. Und zwar, zack, sind das diese hier. Und hier ist es so, hier machen wir es auch ganz, ganz einfach. Das heißt, wir bei Holz solltet ihr immer vorbohren, sprich das Holz einmal komplett vorbohren. Wenn ihr beispielsweise jetzt eine 4x60er oder 70er Schraube habt, dann würde ich das Loch auch mit 4 vorbohren beispielsweise. Das heißt, hier nehmen wir 2 Schrauben oder Löcher, die wir vorbohren. Und dann nehmen wir unsere 2 60er Kanthölzer, setzen einen hier hin. Das ist nämlich vorne und dann müssen wir halt gucken, jetzt kommt unsere Lehne oder Armlehne zum Einsatz. Die wird ja nachher hier in etwa bündig sein, sprich wir wollen ja eine kleine gewisse Schräge haben. Das heißt, wir machen das ungefähr so 10 cm versetzt und dann kommt das zweite Kantholz hier hin. Und jetzt möchte ich euch mal was richtig, richtig Tolles zeigen. Also zum Anzeichnen könnt ihr hier einen 90-Grad-Winkel verwenden. Den hatte ich euch ja am Anfang des Videos schon gezeigt. Oder ihr nehmt ein Streichmaß. Was ist ein Streichmaß? Sagt ja schon der Name. Ihr könnt was anstreichen, beziehungsweise ein Maß anstreichen. Sprich, wir wollen ja jetzt hier, das ist jetzt unser Kantholz und das wollen wir hiermit ja verbinden. Mittig. Und wir haben ja hier, glaube ich, 42 gehabt. Das heißt, wir machen die Hälfte, sind wir bei 21. Und bei diesem tollen Streichmaß hier kann man sich das dann hier einstellen auf 21. Zack. Und dann können wir hier einmal das Maß entlang reißen. Und wir fahren hier im Grunde mit einem kleinen Rädchen, fahren wir hier unser Maß ran. Das können wir hier mit einem Bleistift danach zeichnen und das Ganze können wir dann vorbohren. Und das Tolle jetzt hier an diesem Bohrer, ich habe hier einen Bohrer und Senker gleichmäßig. Sprich, wir bohren vor und senken das. Sprich, eine Senkung für den Schraubenkopf, damit der Schraubenkopf nachher auch schön bündig ist. Und damit unser Stuhl am Ende nicht kippelt, ganz, ganz wichtig, den 90-Grad-Winkel immer zu überprüfen. Und zwar hier passt er super. Hier natürlich dann wahrscheinlich auch. Jo. Und dann das Ganze miteinander verschrauben. So, jetzt haben wir unsere zwei Teile, also die Lehne und das Untergestell. Und jetzt nehmt ihr euch einfach eine Handzwinge. Wie ist in diesem Fall hier, stellt einfach den 60er Pfosten hin und richtet euch das dementsprechend aus. Müsst halt gucken, wie hoch ihr sitzen wollt, wie tief ihr sitzen wollt, das könnt ihr euch dann selber positionieren bzw. bestimmen. Dann zwinge ich das Ganze fest und nehme wieder meinen Vorbohrer plus Senker und bohre das Ganze vor und schraube das Ganze fest. Und ich glaube, hier ist es von Vorteil, oder es sieht vielleicht schöner aus, wenn wir das Ganze von innen drinne verschrauben, denn dann hat man draußen keine Schraubenlöcher. Aber könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und im Anschluss können wir auch unsere Armlehne, nenne ich es jetzt mal, ich weiß nicht, wie ich das Ganze bezeichnen soll, können wir das Ganze auch festschrauben. Ich habe das jetzt so gemacht, dass es hier ungefähr eine Flucht gibt und das Ganze auch wieder vorgebohrt. Und das Ganze wird auch wieder von oben verschraubt dann. Ja, und jetzt fangen wir mit den Rückenteilen an, beziehungsweise mit der Rückenposition. Ihr könnt das Ganze jetzt gerade machen. Ihr könnt natürlich jetzt so leicht geschwungen das Ganze machen. Ich bin überlegen, wie ich das mache gerade, ehrlich gesagt. Wir können es auch erstmal anschrauben und dann später mit der Stichsäge absägen, so wie ihr wollt. Die Länge, die Sitzposition werde ich jetzt erstmal bestimmen. Und wir machen hier, glaube ich, machen wir hier 80, jo, ich glaube 80 ist ein gutes Maß und die schneiden wir zu. Und wir haben gleich die Sitzfläche auch zugeschnitten und das Ganze verschrauben, das machen wir glaube ich auf dem Boden. Das ist glaube ich ein bisschen bequemlicher, glaube ich zumindest. So. Mal aus dem Weg gehen hier. So, fertig. Und jetzt kommt der große Moment. Boah, ganz schön tief. Aber richtig, richtig bequem. Jetzt fehlen natürlich jetzt hier nochmal ein, zwei Sitzkissen und ein Bierchen.
Herrlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so einfach geht. Ich habe jetzt für dieses Projekt ungefähr 2 Stunden gebraucht. Ich denke, wenn ihr das Ganze mit einer Handsäge macht, braucht ihr wahrscheinlich 4 oder 5 Stunden. Ansonsten ziemlich schnell umsetzbar. Und ich merke gerade, hier ist eventuell sogar Platz für 2, also ganz, ganz einfach. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie immer, Handwerker, Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Ja, und ich werde jetzt ein bisschen relaxen und ja, das Meer anschauen nach dem Innenhof. So, ciao.